Der Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition um die Termine für die Vertrauensfrage des Kanzlers und Neuwahlen geht unvermindert weiter. Olaf Scholz zeigt zwar gesprächsbereit, doch die Union hält weiterhin an ihren Bedingungen fest. CDU und CSU unterstützen Rot-Grün bei bestimmten Gesetzesvorhaben nur, wenn eine Entscheidung bereits für kommende Woche fällt. Inzwischen hat sich auch die Bundeswahlleiterin eingemischt und vor zu frühen Neuwahlen gewarnt. Es berge unwägbare Risiken, es sei eine zu hohe Belastung für Gemeinden und es gebe auf die Schnelle nicht genug Papier. Dafür wurde sie jedoch scharf von der Opposition kritisiert. Und selbst bei den Grünen scheint die Erkenntnis, schneller einen Neuwahlentermin zu finden, angekommen zu sein. Auch Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Ökopartei, spricht sich nun dafür aus. Meine Meinung ist erstmal prinzipiell, dass das Stellen der Vertrauensfrage die Sache des Bundeskanzlers ist und abgewogen werden muss entlang der Organisation einer sicheren Wahldurchführung. Das hat die Wahlleiterin gestern einmal kurz thematisiert. Und gleichzeitig keine zu lange Hängepartie zu haben. Das sind Gründe, die sich aus der Sache selbst heraus ergeben. Wo ich sehr skeptisch bin, ist, ob diese guten oder schlechten Gründe, darüber mag man denken, wie man will, vermengt werden sollten mit der Umsetzung politischer Lieblingsprojekte. Das scheint mir der herausragenden Bedeutung dieser Vertrauensfrage nicht angemessen zu sein. Und